Vorwürfe machen. Sie sind zwar ein göttliches Weib, aber doch ein Weib und in der Liebe grausam wie jedes Weib. Sie nennen grausam, entgegnete die Liebesgöttin lebhaft, was eben das Element der Sinnlichkeit, der heiteren Liebe, die Natur des Weibes ist, sich hinzugeben, wo es liebt, und alles zu lieben, was ihm gefällt. Gibt es für den Liebenden etwa eine größere Grausamkeit als die Treulosigkeit der Geliebten? Aha, entgegnete sie, wir sind treu, solange wir lieben, ihr aber verlangt vom Weibe Treue ohne Liebe und Hingebung ohne Genuss. Wer ist da grausam, das Weib oder der Mann?